Hallihallöchen, wir stehen vor der Pforte zur Cordelosphäre. Wir gehen da mal rein und ich glaube, es wird schrecklich werden. Cordelosphäre, Kurs 15, der Albtraum beginnt. Ja, Zeit schinden. Ah, kann ich fix die Kamera einstellen. Willkommen in einem neuen höllischen Level. Erstmal Schild lesen. Cordelo-Info 1 von 5. Du betrittst die Cordelosphäre, den mechanischen Tempel der Grausamkeiten? Töricht! Hier werden fast alle Register gezogen, um dir das Leben zur Hölle zu machen. Naja, eigentlich sind wir bereits in der Hölle. Also wird niemand deine Hilferufe hören. Gib auf! Der erste Todesstoß, die Anzahl der roten Münzen wurde auf 20 erhöht. Ich hoffe, dein Wille ist damit endlich gebrochen. Nö. Ich habe 14 Münzen bekommen. Ihr kriegt das ja jetzt ohne so hin. So, erstmal angucken. Da ist ein Stern. Da ist eine rote Münze. Ein Schütze. Wo geht's hier hoch? Da wohl nicht. Da ist ein Auge. Was war das? Eine rote Münze. Das geht wohl denn da lang? Ja, das Level ist jetzt wieder auf den Kopf gestellt. Kann man sich daran ein bisschen orientieren? Ja, ein bisschen. Ah, rote Münze. Boah, ist das laut. Wo gehe ich? Ja, ich gehe erstmal da lang, wo wahrscheinlich es nicht weitergeht, damit wir das hinter uns haben. Also ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Jetzt ist es wieder zu leise. Die Musik ist ein bisschen seltsam. An jeder Ecke jetzt erstmal hier speichern. Da, Lakito. Toll. Ach, das wird bestimmt schrecklich hier mit den 100 Münzen und den roten. Ja, 20 rote Münzen. Das ist jetzt hier einfach nur da, damit man dann später hier langlaufen kann, um rote Münzen und so zu holen und 100, die 100 Münzen und. So viel dazu. Ist jetzt was. Ich. Nee. Sind wir da hinten? Ist das jetzt normale Lava oder ist das auch Treibsand? Ja, aber klar. Lava, da könnte man ja rüberspringen. Da ist eine rote Münze. Das ist irgendein. Was ist das? Das ist irgendein Block oder so. Erstmal dahin. Mit der Springbox vielleicht? Ich stand schon in den Treibsand-Lava-Gedöns. Na, nee. Du sollst doch nicht. Genauso. Dreier-Dingssprung. Dreier-Hechtsprung. Das würde doch funktionieren. Bin ich hier richtig aus? Ja, glaub schon. Könnte knapp werden. Oder auch nicht. Oder, na, man kann auch übers Ziel hinaus auf einmal stürzen. Oder man verkackt es komplett. Jetzt brummt meine Heizung wieder. Nein, ich will da rauf. Wo ich wetten könnte, da ist Treibsand drauf. Ja. Ansonsten werdet ihr hier jetzt ein bisschen unsinnig, glaube ich. Na, ich wollte gerade sagen, man hat ja mittlerweile Erfahrung mit diesem Wandsprunggedöns hier. Der wird doch machbar sein.
Ach man, ich will da nur rüber. Ich will auf die andere Seite. Ich will mir noch angucken, was da oben so ein Kasten war. Nee, so ein Metallkasten kann es ja nicht sein. Der wäre da noch nicht sichtbar für uns gewesen. Also ist das Level gedöns gewesen. Ey! Okay, ich darf nicht zu tief rutschen, ansonsten bin ich denn schon an der Levelgrenze. Ist ja ganz nett. Da hatte ich es eigentlich noch gerettet. Ich war eigentlich noch nicht tot. Ey, halt dich fest! Mann, jetzt hat er. Vielleicht sollte ich mit Lakito probieren mal. Naja, vielleicht sollte ich das mal mit Lakito probieren. War nicht meine beste Idee. Vielleicht sollte ich das von der anderen Seite mal probieren. Vielleicht ist es ja hier besser. Am Arsch. Am Arsch. Wow, ich flieg sogar übers Ziel hinaus wieder. Hey, das letzte reguläre Level? Oder zählt das Bowser-Level denn auch als reguläres Level? Weil das müssten ja denn da auch 7 Sterne geben. Damit wir auf die 150 kommen. Die wir ja brauchen für die Ene Röhre. Jetzt. Ach. Geht doch. So. Hier haben wir eine Box. Was ist in dieser Box drin? Geld. Ist ja toll. Das interessiert mich hier Geld gerade. Ich will noch eine Zacke rauf. Ah, das ist einfach nur Level-Gedöns. Block-Gedöns-Level. Der hat nichts zu sagen. Okay. Bin ich jetzt hier vollkommen umsonst? Ach, Level. Level, Level. Ich darf wieder zurück, weil von hier aus kommt man nur an die rote Münze. Das ist ja. Zeitverschwendung gerade gewesen. Aber. Ich bin ja schnell wieder zurückgekommen. Und tu mir weh. Kann ich das nicht irgendwie. Yay, geil. Nee, ist so, trotzdem zu hoch. Hab gerade überlegt, hätte ich von da aus jetzt an den Stern rankommen können? Aber, nee. Ja, bleib auf immer da hängen, wo du gar nicht das berührt hattest. Okay, Shakya, Feuer. Ich gehe mal ein Stück zurück. Gut geworfen. Ja, treff mich doch, fucking Flamme. Ach, komm. Problem? Und schon tot. Sehr gut. So, von hier aus muss es da irgendwie lang gehen. Ich soll ja mit den Schlimmsten rechnen. Ich soll ja mit den Schlimmsten rechnen.
Ja, das ist ja mittlerweile so Standardkram. So Dreisprung und Schrägen. Eigentlich müsste ich das hier ganz gut hinbekommen. Ich sag gar nichts. Nee, kann ich ja nicht. Ist ja Let's Play, da muss ich ja reden. Ja. So. Was sagt mir jetzt hier der Flammenwerfer, dass da. Boah. Das wird jetzt eine Nummer. Oh, Feuer. Vielleicht sollte ich auch warten, bis das Flammenwerfergedöns weg ist. Jetzt zum Beispiel. Um da auf der anderen Seite anzukommen. Um da auf der Schrägen zu landen. Mich. Alte Scheiße. Da ist ja noch die rote Münze. Später wird uns. Ja, der wird mich spielen. Oh, es ist. Ah, ich war oben drauf. Naja, wenigstens auf der anderen Seite war ich. Oben drauf war ich nicht. Boah. Ich bin trotzdem etwas entspannter, glaube ich, heute als sonst. Also, ja, keine Ahnung. Kann ich mich da auf der Schrägen abbremsen? Ja, ich müsste da zur Seite kommen. Ist nicht so einfach. Ja. Ja. Ich darf nicht zu weit oben an der Rampe denn den Dreisprung machen, ansonsten fliege ich zu weit. Na. Oh, ich bin deiner Seite runter. Da nicht. Dann kommt ja garantiert noch die blöde Kugel und nervt mich. Schnauze, Heizung. Egal. Ach du Scheiße. Wo geht's denn lang? Da war so ein kleiner Zipfel. Darf ich bitte? Da ist ein kleiner Zipfel. Man kommt zu gar nichts. Kriegt man eine von den Kugeln bitte wieder los? Bitte. Alter, ich. Oh. Die Scheiße ist aggressiv. Lass mich in Ruhe. Ja, natürlich, bleibt. Boah! Scheiß Stalker-Ding! Kann ich das Ding nicht irgendwie abschütteln? Indem ich hier einmal direkt. Ich muss. Das war zu weit. Dreckstalker-Gedöns. Kannst mich auch mal in Ruhe lassen. Das Feuer nervt mich ja eh schon.
hätte da jetzt Zeit oder wie? Ich will doch nur mal kurz nach da oben. Aha. Ja, natürlich, komm mir doch noch hinterher. Nee. Muss da oben drauf landen. Mit einem Setsprung. Ich hab dich verarscht. Wo geht's? Also irgendwie markiert mir die Wand da oben, dass ich da... Ja. Wie gesagt, da rote Farbe an der Wand. Der Scheiß hier ist scheiß aggressiv! Alter! Lass mich in Ruhe! Alter! Alter! Verpiss dich! Ups. Kannst du dich da bitte verpissen? Diese Anzeige. Ich kann die Kamera nicht drehen. Boah, was zur Hölle? Wo muss ich denn da hin? Ich sehe wegen der scheiß Anzeige auch nicht. Oh, Anzeige nervt. Da ist ein Nippel. Den sehe ich auch kaum. Wegen der Textur einerseits und wegen den Lebensbalken-Gedönsring. Da kann ich mich nicht dran festhalten, oder wie? Ich muss hier jedes Mal hoch. Willst du mich verarschen? Oh, ich war oben.
Warum rutscht du denn da runter? Oh Mann. Halt dich doch da fest. An diesen kleinen Ding kannst du ja auch festhalten. Ah. Sieh mal da. Ein Auge. Hallo Auge. Oh Mann. Ey, yo, Auge. Guck mich an. Stirb und gib mir Münzen und heil mich. Toll, dass da übrigens eine rote Münze ist. Ja, die haben wir jetzt. Ja. Jetzt hier zwischen hoch. Wo denn jetzt? Wenn jetzt der meiste Mist, wie mache ich das? Müsste. Na, der Winkel ist dann wieder zu steil. Ah! Auf der Seite ist nicht. Das ist ja noch höher. Ah, gut. Okay, hier ist also der Platz für die roten Münzen dann. Verrecke! Piss dich. Komm nie wieder. So. Wir müssen noch weiter nach oben. Da ist der Kubus des Bösen. Und irgendwo sind hier noch mehr Dings. Da wartet ein Chuck, ja. Wir wollen ja nach oben. Wirst du mal bitte da hoch einfach gehen? Warum machst du denn jetzt so einen Quark? Du stirbst erstmal. Wie sich das gehört. Hm? Hm? Ah, ich muss. Oh, was ist das für eine Scheiße? Ich muss mich auf der Rampe. Wie soll ich mich denn auf der Rampe da drehen? Boah. Oh, Alter.
Wann? Wann muss ich denn da abspringen? Wie? Oh, jetzt hat er sich da hingefläht. Das ist es doch gerade. Nicht hinfließen. Nicht. Ich kann leider die Kamera nicht beeinflussen. Okay. Muss ich jetzt da lang oder muss ich jetzt da zur Seite? Da ist nur ein Ring. Ich will trotzdem wissen, wo es da lang geht, deswegen werde ich. Ich will wissen, wo es da lang geht. Doch das Feuer lässt mich nicht. Feuer lässt mich nicht. War es jetzt richtig so? Ich weiß es nicht. Hallo. Wo bin ich hier? Ah, wir sind hier. Oder so. Wenn ich da hinkommen könnte, dann könnte ich da hinten hin. Aber wie sieht's denn jetzt hier aus? Eine Stunde pro Stern? Wie sieht's aus? Habt ihr so viel Zeit? Komm ich auch noch ein bisschen höher oder wie sieht's aus? Hä, hey, wie soll ich denn da an dem Ding vorbeikommen? Ich weiß wie. Mann, das ist ganz schön kompliziert hier, alles. Bah! Ich bin jetzt hier oben. Und es bringt mir einen Scheiß. Ich bin jetzt hier oben, wie jeder hier weiß. Bringt es mir einen Scheiß. Was tue ich hier oben?
Ich bin jetzt hier oben, doch man tut mich nicht loben. Oder vielleicht doch? Wohin geht's denn da? Jetzt bin ich hier oben und da ist ein Schild. Und ich bin gewillt, dahin zu gehen. Ich höre auf zu reimen. Hallo, liebes Schild. Rudelo Info 2 von 5. Dies ist der gefürchtete Kubus des Todes. Wenn kein Leben mehr übrig sind, wenn keine Leben mehr übrig sind, befördert er dich ins Game Over. Ja. Das ist ja schön. Der, kann ich ihn berühren? Ich kann ihn berühren. Ich habe ihn berührt. Und er ist mein Tod, natürlich. Ich will mal kurz da auf die Kiste. Was hat diese Kiste zu bedeuten? Ich singe einfach so, weil mir sonst nichts mehr einfällt. Du stößt dich an der Wand. Ja, das wird wahrscheinlich dann sogar später noch eine Rolle spielen. Der ganze Kack. Für die 100 Münzen. Könnte ich mir vorstellen. Das unsichtbare Wand und so. So, jetzt bin ich hier. Und ich komme hier nicht mehr weg, oder? Nee, es ist ja gleich in grün. In rot. Ist auf jeden Fall das gleiche. Schnauze. Ist ja wirklich das gleiche. Man! Nur, dass da jetzt ein Auge ist und hier ist keine Box. Ansonsten ist das hier jetzt das gleiche. Ist ja interessant. Muss ich diesmal nach unten? Ja, ich sehe dich, Auge. Ist ja gut. Ich sehe da einen Stern, den ich haben will. Ich könnte den erreichen. Na, hätte mich der Flammenwerfer nicht erwischt. Bam! Ich hab einen Stern! Irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Dann holst du dir einen Stern und beendest die Folge. Bis dann, Glück auf, euer Hyde.